Grüß euch, ich bin Martin Kofnus von Austrian Gamer TV und möchte mit euch eine Runde Eagle Flight spielen. Wir sind da schon mal in den Kopf eines Adlers. Wow. Wo können wir hin? Die Sonne erwacht über dem wunderschönen Paris. Die Menschen haben diese Weltstadt schon lange verlassen und die Wildnis hat die Straßen zurückerobert. Rehe und Wölfe leben nun hier und teilen sich den urbanen Dschungel mit exotischen Tieren, ehemaligen Zoobewohnern. Räuber suchen nach ihrer nächsten Mahlzeit. Aasfresser weiden sich an den Resten eines gerissenen Tiers. Und im Schatten lauern andere Gefahren. Dies ist erst der Beginn deiner Reise. Doch bald wirst du deinen Platz in dieser Welt einnehmen. Schön. Dadurch vielleicht? Verunglückt. Den eigenen Kopf nach links zum Wenden. Nach links. Weiter neigen. Du bist eine Kehrtwende geflogen, genau. Mal schauen, ob wir da. Ja, jetzt neige nach rechts. Super. So, nochmal umdrehen, wo müssen wir hin? Fliege wie ein Adler. Das Symbol fliegen. Mein Horst. Zum Daumen auch. Online-Spiel. Story-Modus, das werden wir spielen. Hungrig und allein im Dunkeln.
treibt dich dein Instinkt hin zu Wärme und Licht. Jemand wartet da draußen in der Welt auf dich. Deine Mama. Mutter und dein Vater. Und noch jemand. Wow. Seit vielen Jahren schon fliegen deine Eltern über Paris und wissen alles Nötige über die Stadt. Jeder Bezirk ist... Oh. Verzeihung. ...voller Leben. Jäger und Gejagte. Dunkle Winkel und sichere Zufluchtsorte. Eines Tages wirst auch du sie alle kennen. Elefanten versammeln sich gern am Louvre. Hier sind die Wasserläufe voller Fische. Aber gib Acht auf die opportunistischen Geier. Einst Zeugnis menschlicher Baukunst wurde der Eiffelturm von der Natur zurückerobert. Noch immer ist die Aussicht von hier oben herrlich, doch nur für die Vögel, die hier nisten können. Um die Kirche Sacré-Cœur herum hausen Krähen, die die schmalen Gassen gerne nutzen, um Beute zu jagen und Räuber auszutricksen. Auch Bären mögen die Höhlen unter dem Hügel. Wahnsinn. Geil. Ist eines der ersten Spiele, die nicht so extrem Motion Sickness verursachen. Man sieht auch alles schön klar. Richtig schön auch alles da. Zebras. Die schattigen Torbögen und Steindecken des Pantheons sind das ideale Refugium für die Fledermäuse der Stadt. Oft streifen Wölfe durch die angrenzenden botanischen Gärten, die inzwischen mehr Dschungel als Gärten sind. Endlich, Notre Dame. Dieser Teil der Stadt war schon immer ein Rückzugsort. Eine Zuflucht inmitten geschäftiger Straßen. Hier bist du zu Hause. Paris hat sich seine Pracht auch unter der Herrschaft der Tiere bewahrt. Die Natur kann hier wunderschön, aber auch grausam sein. Doch du wirst deinen Platz finden. Deine Flügel werden stärker und langsam eignest du dir alles an, was du als Weißkopfseeadler brauchst. Das geht gut. Wo muss ich hin? Das ist unser Hall. Der Richtsaal zeigt an, wo die nächste Story-Herausforderung wartet. Genau, da werden wir hinfliegen. Der Lichtstrahl.
andere Tiere haben sich in diesem Bezirk angesiedelt. Trifft die Elefanten. Sehen wir sie uns an. Das wird schon ein bisschen tricky. Den Kopf neigen statt. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Schau ich gleich wieder nach vorne, hoffentlich. Jawohl. Jetzt passt sie da. Elefanten, jawohl. Ja. Mal schon wieder noch. Oh. Du bist verunglückt. Muss man das jetzt nochmal von vorne? Ja. Wirklich nur mit Kopfneigen probieren. Ah, ist gar nicht so einfach. Immer zweit den Kopf dann rüber. Genau. Schon wieder verunglückt. Gar nicht so einfach. Andere Tiere haben sich in diesem Bezirk angesiedelt. Thank you.
die Bremse betätigen. So, da. Oh, 3 Sterne. Fortfahren. Oh, Wahnsinn. Schön im Bild, ja. Da ist noch eine Herausforderung. Ja, könnte man nochmal spielen. Mal das da an. Wie jedes Lebewesen brauchst auch du ein sicheres Heim. Sammle Federn in deiner Gegend, um dein Nest auszubauen. Okay. Ganz Paris nach Federn suchen. Da ist eine. Da vorne ist eine. Man gewöhnt sich schon langsam, das ist links und rechts vom Kopf. Wo ist eine Feder noch? Da vorne. Da unten. Vorne. Zwei noch da vorne. Da. Super. Ein neues Heim. Du kannst in der ganzen Stadt Federn sammeln.
Herausforderung kann man da bestehen. Sterne sammeln, um Expertenherausforderungen freizuschalten. Was haben wir schon? Okay, das ist mein Nest. Also das haben wir auch schon. Das können wir noch nicht. Das ist noch gesperrt. Steht da auch so. Okay, steht nicht. Mal schauen. Okay, ich muss mit der Story vorankommen. 9 von 129. Da vorne! Okay. Machen wir das mal. Was ist das? Schaut nach Tunnelfliegen aus. Die Tunnel in diesem Bezirk können erkundet werden. Der Wind, der durch deine Federn rauscht, fühlt sich gut an. Wie schnell kannst du hindurchfliegen? Okay. Umso schneller ich da wahrscheinlich bin, umso mehr Sterne kriege ich. Umso mehr Sterne ich habe, umso mehr Events werden freigeschalten. Aber da aufpassen. Wo war das da? Da jetzt. Ah, da hätte ich bremsen müssen. Gut aus. Oh, anscheinend Stern zu einiger. Und das war aber knapp. Neue Liga erreicht. Steht der Player nicht.
Okay, das kann man dann nachher nochmal spielen. Eins und so. Ey, das sind überall so. Die holen wir sich nicht. Oh. Zeig deine Flugkünste und lass die Tiere in der Gegend wissen, der Himmel über diesem Bezirk gehört dir. Der Herrscher von Notre Dame, ne? Spielen wir mal. Wow. Echt? Schon so viele Sterne verloren? Nur einen Stern? Oh mein Gott. Na gut, das war eine Runde Eagle Flight. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eagle Flight. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.